Willkommen mal wieder bei Loot Gems. Ja, ich weiß, das letzte Video ist nicht ganz so gut angekommen. Wobei nicht ganz so gut angekommen, kann man glaube ich gar nicht sagen. Ich hatte halt nicht viel Views, ist mir auch völlig wurscht. Ich habe auch gedacht, ich mach's nicht nochmal, aber warum nicht? Ich habe die letzten 2 Wochen so viel Kram bekommen, einige sehr schöne Sachen. Und doch, die möchte ich euch zeigen. Also, womit fangen wir denn an? Ja, genau. Ich hatte ja schon auf Twitter gepostet. Einige wissen mein Leiden, was den Wonderswan angeht. So, ich habe mir jetzt ein Wonderswan Crystal besorgt. Ich habe davor schon 2 Wonderswan Collar und beide funktionieren nicht. Die haben beide das Problem, ich glaube, das habe ich schon mal erklärt, dass der Powerknopf irgendwie, weiß ich nicht, kaputt ist, irgendwas dran sich auflöst. Jedenfalls die Konsole kann nicht mehr angeschaltet werden, nicht mehr richtig. Und nun, jetzt habe ich mir ein Crystal besorgt. Ich packe ihn aus. Ja, endlich ein Crystal, geil. Der Powerknopf ist auch ein bisschen anders als beim Collar. Und was hau ich rein? Rockman Exe, was mehr gekostet hat als die beiden Wonderswan, die ich geholt habe. Und es geht nicht. Ich dachte, das darf doch nicht sein. Der dritte Wonderswan, auch ein Crystal, und der ist auch kaputt. Das gibt es doch nicht. Und dann ist mir eingefallen, Moment, vielleicht ist Rockman Exe auch kaputt. Ja, dann habe ich eins von diesen Spielen hier getestet. Hier ist die Gundam irgendwas, Super Robot Tyson Compact. Was ist hier noch? Digimon Battle Spirit. Ja, und die haben funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, klar, es ist schon in Ordnung, dass das Rockman Exe nicht geht, aber dafür der Wonderswan Crystal. Es ist nur schade. Rockman Exe hat, wie gesagt, mehr gekostet als die beiden Wonderswan Collar, die ich gekauft habe. Was übrigens viel zu viel war. Ich habe mal bei Amazon geguckt. Da ist natürlich aus Japan das Spiel aber um einiges günstiger als das, was ich bezahlt habe. Ja, egal. Also, Wonderswan Crystal. Dann Gameboy. Fortified Zone. Ein Kleinod. Ich habe erst vor einigen Monaten von diesem Spiel gehört. Habe es mir dann auf 3DS runtergeladen, das gibt's auf der Virtual Console. Und es war geil. Es ist ein Run and Gun im Stile von Mercs, Commando, Ikari Warriors, also Top-Down. Aber es ist nicht pures Geballer. Also die Level, jedenfalls die späteren, wobei nein, sagen wir das letzte. Das letzte und das vorletzte, weil die ersten beiden Level, die sind relativ klein. Da muss man schon hier und da Schalter umlegen. Man wird nicht bombardiert mit Gegnern. Man hat auch 2 Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die man wechseln muss und taktisch einsetzen. Also es ist durchaus, ja, wie gesagt, ein nettes Kleinod. Es gibt auch einen zweiten Teil für Game Boy, der ist nur in Japan erschienen. Und es gibt einen Super Nintendo-Teil, der heißt hier Operation Logic Bomb. Habe ich leider noch nicht gespielt, würde ich gerne mal. Ja, vielleicht später. Dazu mache ich, glaube ich, auch ein Video, denn ich fand es wirklich cool. Legen wir mal die Wonderswan-Sachen hier hin. Und Game Boy. Da. So. Mit Handheld geht es weiter. Dragon Ball Z. Attack of the Saiyans. Ja, ich habe dieses Spiel bei Erscheinen in Japan auf Japanisch durchgespielt und ich fand es wirklich irre geil. Wirklich. Hat eine Action-Komponente drin, eine leichte, ist aber ansonsten ein sehr klassisches, rundenbasiertes Japano-Rollenspiel und es hat mir super viel Spaß gemacht damals. Jetzt habe ich die westliche Version, ich habe es nochmal angetestet und ja, es bleibt ganz gut. Aber ich glaube, ich werde es nicht nochmal durchspielen, denn die Random Encounter-Rate, die ist echt verdammt hoch. Und im Grunde, also es sind sehr viele Kämpfe drin. Ich finde auch, das Kampfsystem macht richtig Spaß, aber weiß nicht, ein zweites Mal muss man das nicht machen. Aber wer es noch nicht hat und Japano-Rollenspiele mag und oder Dragon Ball Z-Fan ist, der sollte es sich holen. Es kostet auch nicht allzu viel. Ein sehr, sehr schönes Rollenspiel. Dann geht es weiter. Nicht Retro.
Injustice 2. Injustice hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube sogar, ich hab's öfter gespielt als Mortal Kombat 9. Es hatte aber leichte Schwächen. Aber es hat schon gezeigt, wo die Reise hingehen kann. Dann kam Mortal Kombat X, fand ich auch irre super. Also NetherRealm Studios haben es geschafft, ihr sehr belächeltes, von der Spieltiefe sehr belächelte Spielserie wirklich Tiefe zu verleihen. Und Injustice 2 hat so ziemlich alles verbessert. Ich find's ultra geil. Also, ich hatte die Wahl zwischen Tekken 7 und Injustice 2. In Anbetracht dessen, dass ich Tekken 6 öfter in der Spielhalle gespielt habe als zu Hause und Tekken 7 auch noch ein bisschen teurer war als Injustice 2, habe ich mich für Injustice 2 entschieden und nicht bereut. So, zwei Filme. Big Trouble in Little China, ja, passt sehr gut zu Injustice bzw. Mortal Kombat, denn die Jungs um Mortal Kombat, ach, wie heißen die? John Tobias und Ed Boon, glaube ich. Die haben sich beim ersten Mortal Kombat an diesem Film orientiert. Jetzt das Cover ist ultra scheiße. Also, wer auch immer dieses Cover und das Logo verbrochen hat, anstatt das Original Kinoposter zu verwenden, shame on you. Wer den Film nicht kennt, geiler Streifen mit Kurt Russell, Kultfilm. Kurt Russell kommt ja nach quasi Little China. Sehr viel Fantasy, ihr seht hier diesen alten China-Magier, Lo Pan, ist quasi der Shang Tsung. Und ich liebe diesen Film. Und ich habe ihn jetzt erst auf Blu-ray. Aber wer will es mir verdenken bei diesem beschissenen Cover? So, erst vor einigen Tagen rausgekommen. Fortress, die Festung mit Christopher Lambert oder Lambert. Da streitet man sich ja. Ist die normale Version. Ich glaube, es gibt auch ein fettes Mediabook oder was weiß ich. Sehr cooler, wenn auch leicht trashiger Science-Fiction-Action. Na, mehr Action-Film. Sehr cool. Das erste Mal auf Blu-ray erschienen. Und war der nicht sogar indiziert? Weiß ich jetzt nicht. Nun ja. Dann bleiben wir bei Science-Fiction. Für Super Famicom Gundam Wing Endless Duel. Das habe ich damals auf Emulator gespielt und ich habe gedacht, naja, ist halt so eine blöde Lizenzversoftung von Gundam. Es ist ein richtig, richtig gutes Fighting Game. Na, kriege ich das scharf? Nein, kriege ich nicht. Ist auch heute leider nicht mehr so leicht zu kriegen, jedenfalls für einen guten Preis. Ich habe nicht ganz so viel bezahlt, aber es war jetzt auch kein Schnäppchen. Egal, ich freue mich, es endlich zu haben. Das Ding fetzt ohne Ende. Bleiben wir beim Super Famicom. Ja, das ist genau wie Unholy Night ein neues Super Nintendo Spiel. Beziehungsweise ein neues Super Famicom Spiel. Was steht da? Ja, Shubibiman Zero, glaube ich. Irgendwie Kosei Cho Shubibiman Zero, kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Ist eine Reihe und dieser Teil war nur über das Satellaview runterzuladen in Japan. Wisst schon, dieser Super Nintendo Aufsatz, womit man wo Spiele gesendet wurden, die man dann runterladen konnte für eine gewisse Zeit. Das war eins davon und jetzt ist es endlich auf Modul erschienen. Ich habe es mir angeguckt. Also, ich habe auf YouTube ein paar Sachen geguckt, dachte, doch, das sieht richtig cool aus. Und wenn ich mir schon so eine Gurke wie Unholy Night hole, dann das erst recht. Vielleicht mache ich dann ein kleines Ersteindrucksvideo. Ich habe Bock drauf. So. Genug von Videospielen, so. Meine Frau wollte gestern nach Toys R Us, um für einen Bekannten beziehungsweise zu Babies R Us, um da einen Gutschein zu holen für einen Bekannten. Nicht für den Bekannten selber, sondern natürlich für das Neugeborene. Und ich dachte, geil, ich komme mit nach Toys R Us. Das war ein Fehler. Also. Komm her.
Ja. Ein Transformers Titans Returns Galvatron. Oh ja, Baby. Nach 2 Transformers Videos müsstet ihr auf den Trichter gekommen sein, dass ich Transformers geil finde. Generation One, gut, das ist jetzt nicht ganz Generation One, aber daran angelehnt. Und ich liebe den Zeichentrickfilm und deswegen liebe ich auch Galvatron, den wiedergeborenen Megatron. Geiles Teil, hat mich direkt angesprochen, bin aufs Regal zu, hab das gesehen, hab gequiekt wie ein Schwein. Und wo Galvatron ist, darf Hot Rod nicht fehlen. Ich sammle Hot Rod bzw. Rodimus Prime Figuren, denn es ist mit Abstand meine liebste Figur bei Transformers. Ich weiß, viele Fans mögen ihn nicht, ist mir scheißegal. Ich muss auch immer aufpassen, wenn ich mir Hot Rod Figuren kaufe, ob ich diese nicht schon hab. Das führt mich nämlich zu meinem nächsten Kauf. Jetzt muss ich mal rübergreifen. Ein Hot Rod von, was war das? Transformers Animated, glaube ich. Ich mag die Serie nicht, Transformers Animated. Aber Hot Rod, beziehungsweise, ich glaube, der hieß der Rodimus Minor, musste trotzdem sein. Und bei dem habe ich mir echt gedacht, habe ich den nicht schon? Ich habe noch nicht nachgeguckt. wenn ich ihn schon habe, egal, dann lasse ich einen in Fahrzeugform und einen in Roboterform. Man kann nicht genug Hot Rod haben. Wir bleiben bei Transformers. Ein dicken Sammelband. Und zwar Transformers Classics UK. Und zwar gab es damals zur Transformers-Serie eine Comic-Reihe von Marvel Comics. Und später gab es eine Marvel Comic-Reihe in UK. Das waren andere Geschichten. Und selbst als die US-Variante eingestellt wurde, ging die UK-Variante weiter. Und ich glaube, in Deutschland hatten wir auch die UK-Comics. Oh, hier ist ein dickes Vorwort drin. Und da waren so geile und wirklich epische Geschichten drin. Also viel epischer als in der alten Serie. Und das ist das erste Sammelband. Ups. Ja. Ich freue mich tierisch drauf. Wo lege ich das hin? Und da. Wir bleiben bei Robotern. Und zwar bei Toys R Us. Oh, ihr seht nur meinen starken Arm, meinen muskulösen Arm. Gab es kleine Aufziehroboter. Und ich weiß nicht, irgendwie haben die mich angemacht. Hier haben wir einen. Ist er nicht süß? Komm, ich zieh dich mal auf. Herz allerliebst. Dann haben wir noch so einen tanzenden Roboter. Und, naja, das ist kein Roboter, aber es sieht trotzdem ganz witzig aus. Ein Sportwagen, den man von beiden Seiten benutzen kann. Ja, alles, was ein Fünfjähriger braucht. Oh Gott, Leute. So, es geht weiter mit Actionfiguren. Immer noch Toys R Us übrigens. Marvel Legends. Captain Marvel. Ich finde den Charakter echt cool, wobei die letzten Stories fand ich nicht besonders gut. Also Civil War 2 und so ein Quatsch. Aber ich mag die klassische Captain Marvel, beziehungsweise Miss Marvel hieß sie da noch. Aber die Figur ist ganz nett. Hat auch nicht viel gekostet. Und dazu noch ein Classic Iron Man. Mark One. Da gibt es ja nur noch alles. Spider-Man Noir. Triton. Ulig. Ja, Ulig habe ich auch gesehen bei Toys R Us. Yondu. Das war's. Das war krass bei Toys R Us. Was Spider-Man angeht. Na, es gab Figuren zu der Serie Ultimate Spider-Man. Es gab Figuren zum neuen Film, zu Spider-Man Homecoming. Es gab Figuren, glaube ich zumindest, zur neuen Spider-Man-Serie, die noch gar nicht angelaufen ist, soviel ich weiß. Dann gab es Figuren, ja, normal irgendwelche Marvel-Reihen.
Also man hatte bei Spider-Man quasi die Auswahl zwischen vier verschiedenen Figurenreihen. Irre, da blickt doch niemand durch. Dagegen sah sogar das Star Wars-Regal aus wie, weiß ich nicht, dagegen war das übersichtlich. So, das war's, was ich bei Toys R Us geholt habe, aber das ist nicht genug, was Spielzeuge angeht. Und zwar im Baumarkt eine billige Super Soaker-like. Damit werde ich meinen Nachbarn ärgern. Ich hätte ja gerne wieder eine Super Soaker Classic aus den 90ern. Irgendeine. Sehr schwer zu kriegen, selbst über eBay. Also wenn man nicht, weiß ich nicht, 200 Euro ausgeben will. Und heute gibt es ja nur diese Nerf Super Soaker Dinger, die finde ich nicht cool. Aber das hier, das war ein, ups, das ist ein billiger Nachbau. Da habe ich mal zwei Augen zugedrückt. Die letzte Fuhre, ebenfalls Spielzeuge. Wie fange ich das an zu erklären? Egal, ich zeig's einfach. Ist ja wieder kein Platz. Street Fighter 2 Retro 90er Actionfiguren. Die sind brandneu, vor einigen Tagen erst erschienen. Und wer Super 7 kennt, das ist so ein Actionfigurenhersteller, der macht auch viel zu Filmen, also viel Lizenzfiguren, die dann alle irgendeinen Retro-Style haben. Müsst ihr mal nach googeln. Irre geil. Und jetzt gibt es halt Street Fighter-Figuren. Da habe ich mir den ganzen Haufen geholt. Also Ryu, Ken, Chun-Li, Bison. Der will nicht halten. Blöder Diktator. Blanka. Und Zangief. Ist wirklich kein Platz mehr. Hoppala. So. Irre geil. Ja, das war meine Ausbeute von zweieinhalb Wochen. Viel mehr darf es diesen Monat auch nicht mehr werden. Wer bis hierhin durchgehalten hat, Respekt! Und lasst euch gesagt sein, das nächste Videojams wird, wenn alles klappt, episch. Wobei episch, ja, da erwartet jetzt jeder, was weiß ich. Aber bei der Planung und bei der Durchführung habe ich mich gefreut wie ein Elfjähriger. Wenn alles klappt, seid gespannt. Bis dahin!